Hallo und herzlich willkommen zu einem Beispiel zur Anwendung des Gesetzes zur Fliehkraft. Wir haben im Theorievideo gelernt, wie man eine Menge von Aufgaben löst, in denen die Fliehkraft eine Rolle spielt. Das Endergebnis war eine allgemeine Gleichung. mv² geteilt durch r ist gleich der Betrag der Kraft, die einen Körper auf eine Kreisbahn zwingt. Diese Kraft ist auch unter dem Namen Zentripetalkraft bekannt. Wir schauen uns heute dazu ein Standardbeispiel an. Die Aufgabenstellung lautet: Wir wollen einen Satelliten auf eine bestimmte Höhe bringen, und zwar so, dass er dort komplett ohne Treibstoff auskommt und gleichzeitig immer über dem gleichen Punkt der Erde schwebt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.